Jetzt an Bord ist die Sozialsprecherin der Freiheitlichen, Dagmar Belakovic. Geräten, wir verhandeln heute in einer Sondersitzung, einberufen durch die SPÖ, die Teuerung. Und die Teuerung betrifft Sie alle zu Hause an den Bildschirmgeräten. Und da bringt es jetzt auch gar nichts, wenn hier herumgeschmissen wird mit Milliarden da, Milliarden dort. Letztendlich ist ja die Frage, meine Damen und Herren, was bleibt am Ende des Tages den Leuten tatsächlich über? Wie können sie ihr Leben bestreiten? Und da macht es wenig Sinn, wenn sich, so wie meine Vorrednerin, hier jemand herstellt von 18 Milliarden, spricht einer Steuerreform, die sich aber zieht bis ins Jahr 2024, wo die Frage ist, was kommt beim Einzelnen an? Das ist die einzige Frage, die zu beantworten ist. Und meine Damen und Herren der SPÖ, die Frau Kollegin Rendi-Wagner sitzt nicht da, ich habe mir diesen Entschließungsantrag sehr genau durchgelesen und das sind durchaus sinnvolle, durchaus sinnvolle Forderungen drinnen, denen wir auch vorbehaltlos zustimmen könnten. Das Problem ist aber halt, dass halt sehr viel ideologischer Klimbim auch wiederum mit eingepackt ist und sie machen es damit einfach nicht möglich, dass man so etwas zustimmen kann, meine Damen und Herren. Das ist ein echtes Problem und man hat ein bisschen auch bei Ihnen den Eindruck von der SPÖ, Sie machen das so ein bisschen halbherzig. Wissen Sie, es ist heute schon sehr viel gesprochen worden, auch über Wien ist sehr viel gesagt worden, aber Frau Kollegin Rendi-Wagner, Sie hätten schon auch Ihren Einfluss geltend machen können. Man hätte beispielsweise in Wien die Mieterhöhung aussetzen können. Wien ist der größte Hausverwalter in ganz Europa. In Wien werden 220.000 Gemeindewohnungen verwaltet und da hätte man natürlich die Mieterhöhung aussetzen können und das wäre das Gebot der Stunde gewesen. Aber Sie haben natürlich auch recht, auch in der Bundesregierung könnte man vieles machen, auch die Bundesregierung ist hier säumig. Da mögen Sie schon recht haben, aber was schon auffallend ist, ist, der Klubobmann Quickl hat es heute schon gesagt, Wien ist beteiligt am Verbund. Aber Wien ist zu 100% Eigentümer der Wien-Energie. Nirgendwo wird etwas gemacht, meine Damen und Herren der SPÖ. Der Preistreiber Nummer eins sind die Betriebskosten. Wien leistet sich, die Müllabfuhr in Wien leisten sich beispielsweise Paläste da in der Hipgasse im 17. Bezirk. Das sind enorme Gehälter und die Leute müssen immer mehr und mehr für diese Betriebskosten, für die Müllabfuhr, für die Kanalgebühren, für die Wassergebühren bezahlen. Das alles sind die Preistreiber, die es gibt in Wien. Und daher ist die Glaubwürdigkeit ein bisschen beschränkt. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wären Sie mit gutem Beispiel vorangegangen. Sie hätten auch in Wien den 2010 abgeschafften Heizkostenzuschuss wieder einführen können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Also da wären viele Möglichkeiten gewesen. Aber selbstverständlich, und jetzt drehe ich mich in Richtung Bundesregierung, vor allem in Richtung Österreichische Volkspartei, weil Sie tun ja gerade so, als würden in unserem Land Milch und Wasser fließen, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich mitnichten der Fall. Die Bürger draußen haben tatsächlich Probleme. Viele Menschen haben Probleme, weil sie nicht wissen, wie sie diese Nachzahlungen stemmen sollen, die jetzt kommen, beim Gas, beim Strom. Und das sind nicht geschuldet dem Krieg, Frau Kollegin Graf. Die ersten Erhöhungen der Energie gab es bereits im Dezember, da waren wir weit weg von einem Krieg. Das ist geschuldet einer Fehlregierung, von Fehlmaßnahmen, die Sie in den letzten 2 Jahren hier gemacht haben. Ihre Corona-Politik, die Menschen in Wahrheit in die Armut geführt hat. Und insoweit ist diese Regierung verantwortlich für das, für dieses wirtschaftliche Chaos, das jetzt in unserem Land herrscht, meine Damen und Herren. Und bereits vor dem Jahreswechsel haben wir Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie den Leuten etwas geben müssen, dass wir Pensionserhöhungen brauchen, die das auch verdienen. Bei einer Inflationsrate, die damals bereits bei 3% gelegen ist, heute ist sie bei fast 7% und ein Ende ist nicht im Sicht. Von Ihnen ist nichts gekommen. Und jetzt stellen Sie sich hierher und das Einzige, was immer kommt, 150 Euro Energiekostenbeitrag, eine ökosoziale Steuerreform. Wissen Sie, am Ende zählt, was den Leuten im Börsel bleibt. Und da bleibt nichts, denn die 150 Euro, die sind längst aufgefressen von dieser Teuerung, nicht nur im Energiebereich. Was machen Sie denn im Bereich der Lebensmittel? Da hört und sieht man von dieser Bundesregierung überhaupt nichts. Das ist aber das, was jeder braucht, vom Mindestpensionisten über die Familien. Jeder muss essen, jeder muss Lebensmittel einkaufen. Da gibt es überhaupt nichts. Und da wäre es sinnvoll, meine Damen und Herren der Österreichischen Volkspartei, ein bisschen vom hohen Ross herunterzukommen und einmal zu überlegen, wie kann man das machen. Da braucht es mehr
Mehrwertsteuersenkungen, das Aussetzen von Mehrwertsteuer auf einen Warenkorb aus Grundnahrungsmitteln, die jeder in diesem Land braucht. Da kommt nichts von dieser Bundesregierung. Da wird drüber gegangen wie nichts. Und das ist der Fehler, den Sie hier machen. Und Sie lassen die Leute schlicht und einfach im Stich, meine Damen und Herren. Sie machen nichts im Bereich der Mineralölsteuer. Das ist überhaupt nicht, da brauchen Sie nicht einmal an die EU denken. Das könnten Sie mit einem Fingerschnipp machen, wenn Sie es denn wollten, die Bürger entlasten. Meine Damen und Herren, kommen Sie endlich ins Handeln und helfen Sie den Bürgern. Viele Menschen würden nicht wissen, wie sie die Nachzahlungen für Strom und Gas stemmen sollen. Für dieses Chaos sei die Bundesregierung verantwortlich, so Dagmar Belakovic von der FPÖ.